Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Cyberpunk 2077. Das letzte Mal haben wir noch die finalen Kämpfe beendet von der Sidequest rund um Coach und haben dann hier auch den letzten Kampf gegen Razor Hughes gewonnen. Ja, war schon richtig tough, aber hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Jetzt geht es wieder zurück nach Haywood. Hier unten wollen wir noch mit den Nebenmissionen weitermachen und dann halt auch hier das letzte Delamain-Taxi finden. Das heißt, hier geht es dann weiter hoch und dann räumen wir weiter noch die Sidequests vom Stadtkern auf. Aber da das jetzt noch eine weite Strecke ist, würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich, wenn wir dort angekommen sind. Ich muss sagen, der Wagen lässt sich richtig gut steuern. Also vielleicht sollten wir häufiger mit dem rumfahren. Das gefällt mir. An exakt diesem Ort habe ich die Verbindung zu einem Fahrzeug verloren. Okay, ich sehe mich mal um. Hey, an der Uferpromenade gibt es eine Schießerei. Geh mal gucken, was da abgeht, okay? Oh, Cyberpsycho? Wenn es ein Cyberpsycho-Problem ist, will ich das Problem lebendig haben. Okay, wir sind ja noch warm. Oh, hoffentlich ist das kein so ein Mega-Cyberpsycho. Was hat sie geschrieben? Ein beliebtes Café mit wunderschönem Ausblick aufs Meer, um diese Zeit normalerweise sehr voll. Es erreichte dadurch Kultstatus, dass Saigon Sisters dort gedreht wurde und ist Dao Hyuns Lieblingsrestaurant. Das arme Ding liegt seit einer allergischen Reaktion auf Tannine im Koma. Egal, das Café ist jetzt auf jeden Fall für irgendeine spießige Hochzeitsfeier reserviert. Ein paar der Gäste waren schon da und das Brautpaar hat gerade für Fotos posiert, als es auf einmal losging. Irgendjemand hatte wohl triftige Einwände gegen diese Trauung und wollte nicht schweigen. Oh oh. Sie ist wahnsinnig. Johnny sitzt da hinten. Wer ist wahnsinnig? Siehst du da unten Finger jemanden? Am Anzug weh. Dao Hyun. Was hat sie gemacht? Getötet beim Posieren am Meer. Scheiße. Was schreibt Coach Fred jetzt noch? Krass, krass, krass. Was für ein Kampf. Was für eine Show. Du bist eine Legende wie. Danke. Okay. Er ist dann immerhin doch noch zufrieden. Wo ist sie? Ist sie nach da oben gesprungen? Shit. Jetzt hat sie sich auch noch geheilt. Okay, die ist heftig. Vielleicht können wir sie ein bisschen mit Skippy ärgern. Sehr gut. Wow. So hoch will ich auch springen können. Das ist ja eine richtige Verfolgungsjagd. Na gut, dass wir überhaupt den Doppelsprung haben. Boah. Komm her. Okay. Sie ist erledigt. Was hatte sie als Nachricht dabei? Meine liebe Schwester, die Zeit der Rache und des weißen Lichts naht, die Zeit des frostweißen Chroms und der Verachtung. Das klingt so ein bisschen an die weiße Kälte aus The Witcher. Wenn du im kalten, sterilen Krankenhauslicht erwachst, erinnere dich daran, wie du mich bei meiner Hochzeit gedemütigt hast, wie ganz Night City mich ausgelacht hat und das war deine Schuld mit deinem Mr. Stud-Streich. Ich hoffe, meine Rache sagt dir zu, denn ich habe die hässlichsten Implantate von den schmierigsten Ripper-Dogs auf der Jig-Jig-Street ausgesucht und nein, von Fingers. Um deinen so wunderschönen Körper ein wenig umzugestalten. Oh, und fast hätte ich es vergessen, ich heirate bald wieder. Meinen zukünftigen Ehemann muss ich dir wohl kaum vorstellen, dass es sich dabei um deinen Verlobten handelt und du ihn gut kennst. Genau,
Kenny. Aber mach dir keine Sorgen um ihn. Er bemerkt den Unterschied bestimmt eh nicht. Schließlich war er noch nie die hellste Leuchte. Ich hoffe wirklich, dass du zu schätzen weißt, wie viel Mühe und Können in deinen neuen Körper gesteckt wurden, damit dein Äußeres endlich dazu passt, was für ein Monster du wirklich bist. Und so sehr es mir auch leid tut, aber du bist nicht zu der Hochzeit eingeladen. Ich möchte ja nicht, dass alle meine Freunde und Gäste vor lauter Schreck davonlaufen. Oder Kenny. Aber ich verspreche dir, ein paar Fotos zu schicken. Wir machen die Aufnahmen vor deinem Lieblingsrestaurant, damit du dir genau vorstellen kannst, wie dein Leben hätte aussehen können. Halte durch, Schwesterherz, und schau bloß nicht in den Spiegel. Deine geliebte Schwester Lynn. Boah, klingt das grausam. Holy. Hat sie sonst noch irgendwas? Ach du meine Güte. Also hat die Schwester sie ummodifiziert wegen... ja. Schwester Krach. Was haben wir da unten noch? Kacke. Durchtrainierter Mann in einem billigen Anzug, ausgerüstet mit billiger, einfacher Cyberware. So ein Mist. Legere Kleidung, kein Make-up, nicht kamerabereit. Wahrscheinlich Kameramann oder Crewmitglied. Und das wird sie dann sein. Gesicht identisch mit dem ihrer Angreiferin. Multiple postmortale Wunden. Mögliches Verbrechen aus Leidenschaft. Yep. Das ist die ganze Ausrüstung, Produktionsset. Ach. Das ist ja Kacke. Irgendwas gibt es hier noch weiter unten. Ein durchtrainierter Mann in einem billigen Anzug. Sicherheitsleute. Kleidung und Make-up deuten auf Konzernerin hin. Und dann schauen wir nochmal, ob es hier irgendwas gibt. Zetatec Sande Vistan, wow. Ein Cyberdeck. Saigon Sisters Behandlung. Die Szene beginnt damit, dass Kenny und Lynn bei einem Café am Meer, Schild und Logo sind im Hintergrund sichtbar, ein wenig unscharf, aber noch leserlich, für ihre Hochzeitsfotos posieren. Das Bild wird gegen das Sonnenlicht aufgenommen, warmes Licht und Blendflecke. Typische fröhliche Hochzeitsmusik läuft und man hört im Hintergrund das Murmeln der Gespräche der Gäste, darin gelegentlich ein lautes Lachen oder ein ausgelassener Ruf. Plötzlicher Stimmungswechsel, die Musik wird düster, der Lärm eines Motorboots wird immer lauter, das Boot nähert sich offensichtlich mit Höchstgeschwindigkeit. In der nächsten Einstellung ist es bewölkt, das Motorboot erreicht das Ufer, Kamera zoomt an die Gestalt auf dem Boot heran, eine furchteinflößende Doppelgängerin von Lynn, vollgestopft mit Chrom und mit einem Ausdruck von unendlichem Schmerz und Zorn im Gesicht. Es ist Lynns Schwester, Dao. Dao konfrontiert ihre Schwester wütend und wirft ihr vor, sie mit vergiftetem Wein in ein Koma versetzt zu haben, um ihr dann schreckliche Kampfimplantate einbauen zu lassen. Dao hebt die Arme, damit man ihre Implantate sieht. Die bunten Lichter der Hochzeitsdeko glänzen und flackern über ihre Chromarme. Lynns Gesicht erstarrt zu einer entsetzten Grimasse und die Musik steigert sich in einem dramatischen Crescendo. Naheinstellung auf Kennys verwirrtes Gesicht, während er von einer Schwester zur anderen blickt. Dao stürzt sich auf ihre Schwester, doch im letzten Moment schreitet die Security ein. Sie alle fallen gemeinsam hinab in die peitschende See. Die letzte Szene der Staffel endet mit einem lauten Platschen. Ende der Szene. Sollte das alles ein Film werden? Und hat sie dann sich Cyberpsychose eingefangen durch die ganzen Veränderungen? Das ist nicht euer Ernst. Ich renne nochmal schnell hoch und schaue, was es da oben noch gibt. Beziehungsweise ist hier unten noch was? Nachricht an Lin Hyun.
hatte sie auch noch dabei. Liebe Lynn, ich habe gehört, dass du dir Sorgen um die Security bei deiner Hochzeit machst. Das brauchst du doch überhaupt nicht. Du bist eine unserer größten Stars. Da ist uns doch nichts wichtiger, als dass du zufrieden und beruhigt bist. Ich würde absolut niemals zulassen, dass deine Schwester den schönsten Tag deines Lebens ruiniert. Ich werde mich selbst um alles kümmern, versprochen. Deine Sicherheit hat oberste Priorität und das wird sich auch nie ändern. Selbst wenn du dein Aussehen und dein Talent verlieren würdest, das wäre ganz egal. Außerdem liegt Dao doch im Koma und wird eh erst aufwachen, wenn du und Carrie schon gemütlich Melonen-Mojitos am Strand schlabbern. Also Kopf hoch und mach dir nicht so große Sorgen, davon bekommt man doch nur Falten und deine Haut muss sich eh noch von der Transplantation erholen. Alles Liebe, Celine. Na dann. Eine ganz, ganz kranke Sache auf jeden Fall. Schick mir mal Regina die Nachricht. Gute Nachrichten, Happy End für deine Lieblingssendung. Unser Psychostar ist wohl auf, ich schicke dir die Details. Oh, meine Güte, da hat sie aber viel geschrieben. Ich bin echt froh, dass sie lebt. Vielleicht besteht noch die Chance, dass sie es schafft, die Realität wieder von ihrem TV-Leben zu trennen. Dann können wir anfangen, ihr zu helfen. Frag mich nur, wie sie reagiert, wenn ihr klar wird, dass das Massaker, das sie veranstaltet hat, nichts mit Kunstblut und Latexgedärm zu tun hatte. Ja. Also sie ist dann durchgedreht und das war für eine Serie das Ganze. Und dann hat sie ihre Schwester umgebracht. Oh Mann. Zieh dir das rein. Das war gar keine Hochzeitsfeier, sondern es sollte eine Folge von unserer aller Lieblingssendung Saigon Sisters werden. Achtung Spoiler. Der Plan war, die Schwestern gegeneinander aufzuspielen. Einer Schwester wurden fehlerhafte Implantate eingebaut und sie wurde in ein Koma versetzt. Nicht durch eine allergische Reaktion, sondern mit Hilfe eines richtigen Gifts. Die andere hat sich in der Zwischenzeit das Gesicht operieren lassen, damit sie wie die Schwester im Koma aussieht und deren Verlobten heiraten kann. Abgefahren, was? Aber dann ist die Komaschwester zu früh aufgewacht und hat vergessen, dass sie in der TV-Show ist. Ihre neuen Implantate haben ihr gar nicht gefallen, was sie allen bei der Hochzeitsfeier unmissverständlich zu verstehen gab. Die Vorstellung vergisst keiner, der es lebend daraus geschafft hat. Erst hat sie sich die Schwester, dann ihren Ex verlobt und schließlich die ganze Fernsehcrew vorgeknöpft. Das Blut spritzte ohne Ende. Maelstromer sind ja schon krank, aber offensichtlich ist nichts abgefuckter als das Showbusiness. Du hast recht, das ist eine Reality-Show. Watson Hoare ist nichts dagegen. Oh Mann. Das war ja schon sehr krass. Aber gerade der Kampf, dass die hier hochgesprungen ist und dass wir sie dann verfolgt haben hier oben, war stark inszeniert für so eine Cyber-Psycho-Attacke. So, und dann müsste Delamain hier ganz in der Nähe sein. Da fährt er auch rum. Delamain, warte. Oh, perfekt, perfekt. Schnell hinterher. Shit, hab ihn verloren. Piep, piep. Wir müssten jetzt irgendwie das Verdeck hochfahren können von dem Wagen. Sonst wird alles ganz nass hier drin. Hey, lass uns reden. Ich geh nicht zurück, verstanden? Niemals! Ich mach dich platt, wenn du mich zwingst! Hatten wir den Aggressiven nicht schon? Oh, beschädige das Auto, um es zu deaktivieren. Ja, komm her. Wir haben eine Karre aus purem Gold. Das ist ja wie beim Autoscooter hier. Weil ich da echt kein Fan bin vom Autoscooter. Vielleicht magst du ja ein paar Schüsse oder ähnliches. Oh. Okay. Crashen ist meine Spezialität, mein Freund. Das ist jetzt perfekt. Einmal ausweichen. Der ist aber auch stark hinterher. Ich glaube, es würde sicher schneller gehen, wenn wir den abknallen. Oh
Gott, unser Wagen ist schon ganz kaputt. Ich habe eine Idee. Skippy, du bist bereit? Oh ja, hör nicht auf. Sehr gut. Das wollte ich hören. Willkommen im Delamain Network. Wie geht es Ihnen heute? Ging schon mal besser. Und dir, Del? Alle vermissten Fahrzeuge sind zurückgekehrt. Man könnte sagen, es geht mir blendend. Ich möchte Sie bitten, doch in meinem Büro vorbeizukommen, um Ihre Belohnung abzuholen. Ich will Ihnen persönlich danken. Puh, okay. Dann haben wir alle Autos zurückgeholt und müssten einmal da hochfahren. Oh, das passt uns auch gut. Davor kümmern wir uns nur schnell noch um diese Rückholaktion bzw. diese Nebenaufgabe. Und dann können wir hier hinfahren. Da ist eh nämlich der nächste Knubbel mit Nebenaufgaben. Das ist schön. Oh nein. Unser schönes Auto ist ganz demoliert. Dann werde ich erstmal die Arch zu uns rufen. Und dann checken wir da noch alles ab, aber schön. Haben wir den auch beruhigt? Ach ja, diese Nebenaufgaben. Dann fehlen uns nur noch, glaube ich, ein paar Cyberpsychos und dann haben wir alle diese Nebenaufgaben, wo man was sammeln muss, abgeschlossen. Das heißt, die Tarotkarten, die Delamain-Autos und... Oh, andere Seite. Uah, Minen. Wie? Gehen ein paar Zetatec-Konzerne in eine Werkstatt. Die Pointe? Keiner kommt wieder raus. Offenbar ist das ein Familienbetrieb, bei dem es schlecht läuft. Ich vermute, dass jemand durchgedreht ist. Und ich vermute meistens richtig. Okay, Regina, ich kümmere mich drum. Da ist ja auch eine Mine. Puh. Da kommt echt viel Lärm aus einer Autowerkstatt, klang wie eine Reihe von Explosionen. Meine Vermutung, entweder ist das Dach eingestürzt oder jemand ist völlig durchgedreht und zum Cyberpsycho geworden. Na gut, Skippy, du bist bereit? Dann nähern wir uns jetzt dem einfach so, räumen hier erstmal auf. Gaston Phillips. Mhm. Gibt es hier noch mehr Minen? Nein, sieht nicht so aus. Okay. Wieso habe ich die nicht gesehen? Oh Mann, die habe ich vorhin wirklich nicht gesehen. Die ist genau über dem Marker von der Entfernung. Wie gemein. Ja. So ist das. Ich und die Minen. Wir werden uns auch nicht mehr anfreunden in dem Spiel. Oh, Mist. So, jetzt noch irgendwelche Minen. Ja, da hinten liegt noch was. Die räumen wir alle aus dem Weg. Ja, erstmal mit Skippy ein bisschen vorschwächen, würde ich sagen. Da ist auch nochmal eine Mine. Neues Magazin erkannt. Nachricht an Nutzer. Danke schön. Ist das geil. Oh shit. Oh nein. Hä? Hat er sich in den Boden reingeglitscht? Wow. Oh shit. Zu viel Schaden machen. Jetzt wäre es gut, wenn wir von Skippy einfach den Modus umstellen könnten, dass der auf die Beine zielt. Aber die Kopfschüsse sind auch schon ziemlich cool. Meine Güte, was ist denn das für ein explosiver Kerl? Der macht sehr viel Schaden. Nicht in den Nahkampf, nicht in den Nahkampf. Oh, vielleicht können wir auch einfach mal die Blutpumpe benutzen. Voll geheilt. Aufpassen.
Ja, auf Gaston. Okay, Handfeuerwaffen haben sich irgendwie erhöht. Aber stimmt, wir haben auch mit denen ein bisschen rumgeballert. Nachricht. Achtung, tut es nicht. Wenn irgendjemand von euch darüber nachdenkt, diesen Laden zu kaufen, lasst euch das hier eine Warnung sein, Leute. Lasst euch nicht von dem tollen Standort und der Ausstattung blenden, denn nichts davon wird euch gehören. Selbst nachdem ihr die Vereinbarung mit dem Konzernen unterschrieben habt. Überrascht? Tja, war ich auch. Hätte ich natürlich nicht sein dürfen. Ich hatte es schwarz auf weiß vor mir, aber ich wollte meine Zeit nicht damit verschwenden, irgendeinen komplizierten Vertrag zu lesen, der mehr Wendungen hat als der Apfelroman von dieser Virginia. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, sonst wäre mir aufgefallen, dass der Laden in diesem Jahr schon 3-mal den Besitzer gewechselt hat und die Vorbesitzer immer spurlos verschwanden. Anders als ihre Schulden. Was ich damit sagen will, ist das hier. Ich habe alle möglichen Gangs durch, die Schutzgeld erpressen oder mich beklaut haben, aber niemand, wirklich niemand, hat mich je so verarscht wie die Anzüge von Zetatec. Deshalb gebe ich ihnen jetzt die Antwort, die sie verdienen. Eine Rohrzange für die Visage und einen Schraubstock für die Finger. Ich glaube, der war gar kein Cyberpsycho, sondern der war einfach nur genervt von den Konzernern, die ihn jetzt hier übers Ohr gehauen haben. Schauen wir uns noch ein bisschen um, was wir hier so finden können. Hier ist auf jeden Fall ein Rechner. Lizenz? Welche Lizenz? Hey, ich habe eine Unterlassungsanordnung von Zetatec. Die meinen, ich habe den Aufzug in meinem Laden ohne Lizenz benutzt. Was soll das? Ich habe denen den ganzen Laden abgekauft für mein ganzes Erspartes. Und jetzt wollen die noch mehr für irgendeine Lizenz? Kannst du mal nachgucken, ob die einen Fehler gemacht haben? Und von wie vielen Eddies reden wir? Gaston, ich habe für dich Zetatec kontaktiert und es sieht aus, als wäre die Ladenausstattung wirklich nicht im Kaufpreis enthalten gewesen. Du hast das Ladengebäude gekauft. 4 Wände, Boden, Decke, sonst nichts. Ich habe auch wegen des Geldes für den Rest gefragt, aber die können den Preis nicht schätzen, weil der Laden, in dem das Zeug sich befindet, gekauft wurde. Ja, aber ich habe den Laden noch gekauft. Das werde ich wohl noch wissen. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen sie ihn dir wieder abkaufen und weil die Preise in dem Gebiet seitdem gefallen sind, musst du mit Verlust rechnen. Dafür bekommst du ein Rückkaufsvorrecht. Wenn du die Sache beschleunigen willst, dann können wir ihnen jetzt gleich ein Angebot machen. Da wäre dann alles mit drin, der Laden, die Ausstattung und ein Kredit, der die Differenz abdeckt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, dass die Ausstattung etwa das Doppelte des ganzen Laden kostet. Oh mein Gott. Okay, keine Ahnung, dann bring das mit dem Kredit in Gang, damit ich meine Chancen nicht vertue. In der Zwischenzeit denke ich nochmal drüber nach. Ich meine, was für ein Laden ohne Ausstattung? Ohne die kann ich ja nicht arbeiten. Okay, Gaston, alles ist vorbereitet. Ich brauche nur noch deine Unterschrift, dann kannst du wieder öffnen. Super, danke für die Hilfe. Ist echt anstrengend, alles selbst zu machen, aber jetzt kann ich endlich wieder arbeiten. Oh Mann, da haben sie ihn krass übers Ohr gehauen. Alles gut, Skippy. Der Besitzer der Werkstatt war völlig durchgedreht, aber ich habe es geschafft, ihn zu betäuben. Wie die Konzerne hier kleine Geschäfte aufkaufen, da blutet einem echt das Herz. Bevor die Besitzer überhaupt wissen, wie ihnen geschieht, werden sie aus ihren Läden geschmissen und sitzen plötzlich auf riesigen Schuldenbergen. Und dann müssen sie sich von Morgengrauen bis Mitternacht die Finger wund arbeiten, um irgendwie über die Runden zu kommen. Der hier wollte sich offenbar lieber das Leben nehmen, als den einen Ort auf der Welt aufzugeben, der ganz ihm gehörte. Wie schnell aus dem amerikanischen Traum doch der amerikanische Albtraum werden kann. Ja, wirklich. Also, da merkt man einfach, wie nervig und grob die Konzerne vorgehen. Da ist das Stahlrohr. Die Zwangsvollstreckung, ja. Das gibt's doch nicht. Da ist auch noch eine Mine. Huch. Ladung vorzeitig abgefeuert. Das passiert sonst nie. Skippy. Schnell weg hier. Oh nein, da war ja auch noch mal Stacheldraht. Ah. Dann laufen wir einfach. Laufen ist auch gut. Ja, ich verstehe so nach und nach Johnny, dass der einfach so sauer war auf die Konzerne.
Ein paar Nomaden wollten in meinem Bezirk Geschäfte machen. Aber die Valentinos hatten was dagegen. Also kamen die Nomaden zu mir. Besser spät als nie. Jetzt kannst du ihnen helfen, die Sache zu klären. Details anbei. Genau. Ah, Pablo, komm schon. Mhm. Soll ich es etwa? Aber das hier ist was anderes, oder? Der Herr gibt und der Herr nimmt. Nein, nein, das nicht. Es ist nur... Okay, okay. Gut, er ist schließlich dein Schumba. Ach so, du hast bis morgen? Bock. Okay, der muss irgendwie sein Schumba erledigen. Ich markiere mir die mal und dann schauen wir uns hier um. Finde den Geländewagen. Vielleicht verprügeln wir die einfach. Das müssen wir ja nicht leise machen. Aber schauen wir uns trotzdem erstmal um, damit wir einen Überblick haben. Sonst fragen wir doch einfach mal ganz freundlich. Hallo? Sicher einer meiner Groupies. Hi. Was ist los? Ich mag's nicht, wenn man auf mich zielt. Un cráneo más para mi colección, culero. Aus dem Weg. Oh, der hat ein Messer. Ich habe auch eins. Spring, um zu bestätigen. Ja, ich finde die gut, Skippy. Die funktioniert wirklich gut. Huch. Der wirkt noch sehr lebendig, dafür, dass ihm so ein bisschen was vom Schädel fehlt. Dann gehen wir mal rein. Die kriegt das gar nicht mit. Komm schon raus! Hast doch eh keine Chance! Wenn du meinst. Buh. Du dreckiger Kampf! Hast du den falschen Typen angelegt? Vielleicht zeige ich dir was Nervenkitzel im Rücken. So ist es, Skippy. Nehmen wir die Eddies auch noch mit. Neues Magazin erkannt. Nachricht an Nutzer. Danke. Schwöre unter der Quest jetzt und Brüche. Bitte, Chumba. Oh, der hat eine epische Pistole. Wir räumen hier mit den Valentinos auf. So, hat noch jemand ein Problem? Aua! Die Sniper tut weh. Vielleicht springen wir einfach auf sie drauf. Das könnte funktionieren. Na, nicht ganz. Das war gar keine Sniper? Die hat mit der Pistole so geschossen? Respekt. Da drin ist ja immer noch einer. Hat er nicht gemerkt. Oh.
So, mit allen aufgeräumt. So kann das auch gehen. Wo ist der Wagen? Ja, das hier ist er. Schnell raus hier und dann liefern wir den bei den Nomaden ab. Von Militech, was haben die denn vor? Am besten werden wir das gar nicht erst herausfinden. Ups. Entschuldige, ich hoffe, das war keiner von den Aldekaldos. Einen schönen guten Morgen, Night City. Liebe Zuhörer, ich habe eine Bitte. So. Mehr schlecht als recht, wie immer. Wozu braucht ihr das Auto? Ihr lieben schicke Konzernschlitten. Im Ernst jetzt? Wer bewacht die Grenze? Na, Militech. Genau. Klingelt's jetzt? Früher, in meiner Familie, sind wir in unserem Revier geblieben. Ich weiß das. Aber die haben uns keine Wahl gelassen. Zuerst haben wir einen Blick auf die Ware geworfen. Am nächsten Tag sollte das Ding über die Bühne gehen. Aber die sind uns zum Geldversteck gefolgt. Naja, ist ja auch egal. Genug davon. Danke für die Hilfe. Ich bin weg. Okay, bis dann. Gut, ich glaube, dann können wir jetzt auch zu Delamain. Sehr gut, V. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Die Nomaden sind sehr dankbar. Auftrag erledigt. Das freut mich doch. Ach Mist, nein, hier oben ist auch noch was. Das müssen wir dann noch machen, wenn wir schon hier sind. Sprinten wir einmal rüber. In 200 Metern. Oh Mann, und wir sind fast auf Level 39. Ist das cool. Ich weiß, dass wir noch den einen Attributspunkt zu vergeben haben und auch noch den einen Vorteilspunkt, aber das eilt gerade noch nicht so sehr. Da hoch. Dann einmal so kurz über das Haus springen. Wow. Uah. Was war denn das? Die Hauswand hat uns irgendwie zurückgeschleudert. Okay, ich nehme den Umweg. Wie? Diesmal musst du in der Stadt für Ordnung sorgen. Ein Valentino hat ungestraft einen Kopf umgebracht. Dieses Unrecht kannst du wieder gut machen. Finde raus, wer ihn beschützt, und ich lege noch was drauf. Infos anbei. Okay. Auftragskiller. Toll. Ah, vor ein paar Wochen wurde ein Polizist erschossen. Die alte Leier. Ein paar Valentino-Kids haben sich mit den Cops in die Haare gekriegt. Das tödliche Geschoss wurde von einem Gangmitglied namens José Luis abgefeuert. Das Verfahren wurde eingestellt und dem Polizisten vom örtlichen Revier wurde untersagt, die Sache zu verfolgen. Verdammt interessante Wende in der Geschichte, meinst du nicht? José muss mit ein paar hohen Tieren befreundet sein. Und jetzt pass auf, einer der Polizisten will, dass José zur Rechenschaft gezogen wird. Und das ist deine Aufgabe. Wenn du außerdem noch herausfindest, wer den Valentino beschützt, lege ich noch was oben drauf. Viel Glück. Schön. Dann schauen wir doch einfach mal.
Da drüben ist das Busdepot. Da oben sieht uns schon einer. Okay, da ist eine Kamera. Vielleicht können wir einfach mal uns hier in die Steuerung kurz reinhacken. Und dann schauen wir mal von hier rein. Also das sind die Gangmitglieder. Zum Glück sind es hier nur drei Kameras. Da drüben sitzt noch einer. Mein Gott, ich dachte, das wäre gerade Johnny. Da oben steht noch einer. Ha, von hier kommen wir rein. Schön. Da drüben wäre eine Leiter. Der eine steht da auch noch. Okay. Dann können wir ja einfach nur außen rum gehen. Und vielleicht auf den hier drauf springen. Nicht ohne das richtige Zeug. Die Kamera haben wir auch gerade schon gesehen, das heißt, die machen wir erstmal aus. Und was sagt die dritte Karre? José meinte, wir bringen sie morgen zu einem anderen Ripatec. Okay. Komm mal mit. Oh, eine blaue Waffe. Und dann konnten wir doch hier einfach rein. Hoppla. Sehr schön. Irgendwas trinken, kommst du mit? Oh oh. Wer hat uns gesehen? Ach, da ist einer. Können wir den ablenken? Militech? Was ist das? Siehst du die zwei Dinge, die nicht zusammenpassen? Ich gebe auf. Hinweis 1, Militech. Hinweis 2, Valentinos. Den müssen wir irgendwie ablenken. Oh nein, der läuft einfach weg. Noch ein Militech-Wagen. Muss da rein. Wer hätte das gedacht? Na sowas. Entweder die planen eine Kostümparty oder bereiten sich auf eine andere Art von Party vor. Mir gefallen irgendwie beide Vorstellungen. Mist. Ich habe gerade gesehen, dass da noch einer rumläuft. Den müssen wir irgendwie ablenken und ausschalten. Komm schon raus! Ich hab was Großes für dich! Aha, Gegner sind in Alarmbereitschaft. Gut, dadurch ist er aufgestanden. Hier sind noch ein paar Eddies. Dann schauen wir doch mal, was so im PC steht. Bei einem Schusswechsel mit den NC-Bullenschweinen hat es unseren langjährigen Freund Gonzalo Rivero erwischt. Er war wie ein Bruder für uns. Wenn ihr ihm die letzte Ehre erweisen wollt, als hättet ihr eine Wahl, geht zum Bestattungsunternehmen La Catrina. Gepriesen sei Santa Muerte und denke daran, sie gibt Leben und sie nimmt Leben. Okay. Gut. Aber wir wissen immer noch nicht, wer genau der Freund ist. Ich hab was Großes für dich. Dann suchen wir mal weiter. Sorry,
Ach, die Tür hätten wir auch einfach nehmen können. Nein, so war das nicht abgemacht. Du glaubst, du bist frei. Aber wir haben deine Leine nur ein bisschen gelockert. Da ist das Gespräch gewesen. Oh, was Legendäres. Wow. Eine schöne Jacke. Gucken wir mal kurz, was hier in dem Splitter ist. José Luis, ist gerade schlecht. Was ist los? Die Pflegerin ist nicht aufgetaucht. Ich bin alleine. Ich schicke einen der Jungs, um dir zu helfen. Nein, ich brauche dich. Ich kann nicht, Abuelito. Ich muss hier bleiben. Bitte komm einfach. Ich kann nicht mehr aufstehen und ich hatte einen Unfall und ich will nicht, dass das jemand sieht. Ich kann wirklich nicht. Ich schicke jemanden, dem du vertrauen kannst. Mach dir keine Sorgen. Sowas passiert. Verfickte Scheiße. Hey, hör auf mit der Flucherei, damit vergraulst du die Pflegerinnen. Wärst du netter zu ihnen, hätten wir dieses Problem nicht. Okay. Sonst noch irgendwelche Informationen? Ich nehme noch hier alles mit, was wir hier haben. Vielleicht sehen wir was von dem Rechner aus? Nee, auch nicht. Mich wundert es, dass wir ständig dieses Visier haben. Ha, jetzt ist es weg. Tja, aber wer von Militech hat da seine Finger im Spiel? Ach, ist das der Kerl gewesen? Oh. José Luis Sicaro. Hoppla. Das war er ja. Dann komm mal mit. Sonst können wir ihn ja eigentlich einfach befragen. Herr, schenk mir die Geduld, diesen Bastardo zu finden. Aber wir haben jetzt alle Nachrichten und auch den PC gecheckt, also. Ich habe Erfahrung bei der Rattenjagd, du Axschau. Ich weiß nicht, was wir da noch hätten suchen sollen. Aber wir können auch keinen Doppelsprung machen, wenn wir jemanden tragen. Das ist gemein. Lenke meinen Blick. Komm mal mit. Park den mal kurz hier. Herr, schenk mir die Geduld, diesen Bastardo zu finden. Vielleicht schalten wir die jetzt doch noch alle aus. Ich habe Erfahrung bei der Rattenjagd, du Abschau. Und ich beiß. Sei ruhig. Da drüben kommt auch einer. Komm raus, Bastura! Können wir irgendwie hier runter? Ah, hier wäre noch eine Tür. Vielleicht haben wir hier unten noch irgendwas. Schade. Da kommen wir nicht weiter. Oh, interessant. Militech-Munition. Jede Hülse wie eine Unterschrift, die eine Spur hinterlässt. Eine Spur zum Militech? Peng, tot. Und alle Augen auf den Konzern. Jedenfalls für eine Weile. Wie ist das so, hä? Ein Ohrenscheiter. Okay. Ich bin gerade hier nochmal auf der Suche nach weiteren Spuren. Hoppla, hier ist irgendwie ausgerutscht. Was war das denn? Wir haben unseren eigenen Körper gesehen. Ach, hier ist noch ein Computer, den wir benutzen können. Letzte Warnung. José,
Wir sind mit unserer Geduld bald am Ende. Wir haben deine Kaution bezahlt, weil wir bereits in dich investiert hatten und Investitionen müssen sich rentieren. Aber du bist nicht unantastbar. Wenn du nochmal Scheiße baust, in noch eine Schießerei gerätst, dann kriegst du statt Hilfe eine Schlinge von uns um den Hals. Denk daran, Arasaka belohnt für das Lösen von Problemen und straft für das Schaffen von neuen. Ach, und bleib nah am Holo. Wir rufen dich bald an und geben dir genaue Anweisungen zum Angreifen unserer Einrichtung. Vergiss nicht, dass du unbedingt die Militech-Ausrüstung benutzen musst, die wir dir geben. Für die Medien muss es so aussehen, als ob eine Militech-Einheit eine Arasaka-Einrichtung überfallen hat. Das wäre alles. Wow, jetzt haben die auch noch irgendwie was angezettelt. Okay. Gut, dann schnell raus. Anscheinend ist es jetzt egal, dass wir den Typen da einfach nur hingelegt haben, da draußen am Zaun. Wir können auf jeden Fall weggehen und den Padre anrufen. Das machen wir auch. Aber die, die da nervt, ich glaube, die hauen wir noch um. Ein Hosenscheißer zu sein. Ja, genau die. Vielleicht jemand rum. Ja, der Hosenscheißer ist das. Endlich, ich hab dich zigmal an... Hä? Was? Was hat sie gesagt? Sie hat mich angerufen? Schnell weg. So, der liegt ja hier. Schön, dann können wir einfach abhauen. Oh Mann. Wie hier? José ist Geschichte. Gute Arbeit. Sehr, sehr gut. Weißt du, wer ihn nach dem Mord an dem Bullen rausgehauen hat? Arasaka. Arasaka? Du willst mir weismachen, die hatten was mit dem Tod eines abgeranzten Cops zu tun? Geoffreys Tod war ein Unfall. José sollte was anderes machen. Erzähl ruhig weiter. Er und seine Crew sollten einen Arasaka-Standort angreifen und dabei Militech-Ausrüstung verwenden. Arasaka hat sie beauftragt, Arasaka anzugreifen. Scheiße. Du musst doch sofort weg. Jetzt, wo ich eh schon hier bin, könnte ich versuchen, noch mehr rauszufinden. Das wirst du da eh nicht. Das Versteck ist doch schon aufgeflogen. Du weißt mehr, als du sagst. Raus damit. Ich kann nur mutmaßen, aber... Spuck's endlich aus. Kann gut sein, dass Arasaka ernsthaften Streit mit Militech anfangen will. Vielleicht sogar einen richtigen Krieg. Und? Joses Angriff sollte als Ausrede herhalten? Nicht sehr überzeugend, oder? Es geht nicht nur um José. Ich habe von anderen, ähnlichen Fällen gehört. Das ist ernst, wie... Aber wozu Krieg? Die erholen sich doch immer noch vom Letzten. Im Krieg lassen sich gut krumme Dinge vertuschen. Vielleicht wollen die von was ablenken. Weiß nicht, ob ich das wissen will. Du etwa? Weißt du, das ist nicht mein Revier. Nicht mein Spiel. Wir sehen uns wie. Ja, bis bald. Oh, das ist spannend. Vielleicht ist das irgendwie so ein Aufhänger für einen zukünftigen DLC-Inhalt. Irgendwie der Krieg zwischen Arasaka und Militech. Auf jeden Fall haben wir einen Bonus bekommen, dadurch, dass wir das auch herausgefunden haben. Gerade das war sehr wichtig. Also gut, dass wir da nochmal rumgelaufen sind und das überprüft haben. Schauen wir mal, was es dafür gibt. Eddies. Und nochmal 3250, also viel, viel mehr als für die eigentliche Aufgabe. Schön! Dann würde ich sagen, war es das auch wieder von dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.